Was ist der Wert der Wahrheit? Ist ein gutes Leben ein schönes Leben? Zielt künstlerische Tätigkeit auf Schönheit oder moralische Erziehung? Wie verhalten sich epistemische zu praktischen Normen und können Urteile über das Gute und Schöne wahr sein? All diese und mehr Fragen werden gerade beim 25. Großen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Philosophie zum Thema Das Wahre, Gute und Schöne diskutiert. Die Veranstaltung findet noch bis zum 9.9. ausschließlich über Zoom statt. Das Angebot ist riesig und für alle offen. Professor Dr. Gerhard Ernst ist Präsident der DG Phil und Professor am Institut für Philosophie der FAU. Herr Ernst, welche thematische Zielsetzung hat der Kongress genau? Die Zielsetzung des Kongresses ist es, zum einen die Überschneidungen zwischen dem Wahren, Guten und Schönen in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Also Fragen wie die nach dem Wert der Wahrheit, der Objektivität der Werte oder nach dem Verhältnis des Schönen zum Wahren und zum Guten. Andererseits ist die Gesamtheit des Wahren, Guten und Schönen Gegenstand, also praktisch alle Bereiche der Philosophie. An den verbleibenden Kongresstagen wird es noch einige spannende Vorträge und Kolleginnen an der Schnittstelle von theoretischer und praktischer Philosophie geben. Welchen Programmpunkt könnte Sie hier besonders empfehlen? Wenn Sie sich für die Überschneidung zwischen dem Wahren, Guten und Schönen interessieren, würde ich Ihnen empfehlen, in den Kolloquien reinzuschauen. Dort werden verschiedene Überschneidungsthemen diskutiert. Wenn Sie sich für andere Bereiche der Philosophie interessieren, bietet unser Sektionsprogramm praktisch eine Auswahl aus der gesamten Bandbreite der Philosophie. Und besonders ans Herz legen kann ich Ihnen den Schlussvortrag, der am Donnerstagabend stattfindet. Vielen Dank, Professor Ernst, für diese Einblicke. Den Zugang zu den Veranstaltungen findet ihr über den Link. Vor der Registrierung könnt ihr uns auch gerne noch schreiben, welche Fragen euch zum Thema das Wahre, Gute und Schöne interessieren. Tausende Songs auf diesem kleinen Teil hier. Vor nicht allzu langer Zeit war das alles andere als gewöhnlich. Erst in den 90er Jahren wurde hier in Erlangen an der FAU und dem Fraunhofer Institut das weltweit am meisten genutzte Verfahren zur Audiodatenkompression entwickelt. Na, welches meine ich? Die Rede ist vom MP3-Format. Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war Professor Dr. Karl-Heinz Brandenburg. Für sein herausragendes Lebenswerk zur akustischen Signalverarbeitung wurde der FAU-Alumnus deshalb jetzt mit der Helmholtz-Medaille ausgezeichnet. Corona-Update für alle Sportskanonen. Seit dem 23.08. gilt für den Hochschulsport in Innenräumen neue Regeln. Sollte der Inzidenzwert 35 überschreiten, gilt die 3G-Regel. Führt also immer entsprechende Nachweise mit euch. Alle weiteren Änderungen findet ihr über den Link. Und wir bleiben beim Thema Corona, aber im positiven Sinne. Schon im Juli meldete die Augenklinik des Uniklinikums Erlangen die erfolgreiche Behandlung eines Long-Covid-Patienten. Nun sind zwei weitere Patienten dank des Medikaments BC007 ebenfalls auf dem Weg der Besserung. BC007 wurde ursprünglich zur Bekämpfung von Herzkrankheiten entwickelt und könnte jetzt auch die Lösung gegen Long-Covid sein. Die verbesserte Leistungsfähigkeit und Lebensqualität aller ehemaligen Patienten ist ein großer Hoffnungsschimmer für weitere Betroffene.